Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu einer neuen Mini-Beratung. Und tatsächlich geht es hier gar nicht so um eine Mini, das ist eher eine Maxi. Und das ist der Lonely Tree von KDM. Den habe ich jetzt hier bemalt. Und da hatte ich relativ viele Rückfragen. Wie hast du denn das gemacht und so? Ihr seht schon gleich, ich habe ja ein paar Videos zu OSL gemacht, also Object Source Lightning. Das habe ich hier hauptsächlich verwendet, dass er halt leuchtend und dementsprechend dunkel aussieht. Wie habe ich das gemacht? Also erstmal bin ich hingegangen, ich habe den Stamm braun gemacht, ich habe die Blätter grün gemacht, auch wenn man jetzt vor allem in dieser Kamera-Version nicht mehr so viel davon sieht. Und habe praktisch erstmal alles eine ungesättigte Grundfarbe gegeben. Ungesättigt, das heißt nicht knallegrün, nicht knallebraun, sondern doch schon sehr dunkel, weil der Baum soll ja im Dunkeln sein, man soll das Strahlen auch sehen können. Genauso, auch wenn man davon jetzt nur noch wenig sieht, aber ich denke mal, es verkauft den Effekt relativ gut, habe ich hier diese Gurte braun gemalt, die Schilde in Knochenfarben, die Metallelemente mit einem dunklen Metallton. Dann bin ich hingegangen und habe halt mein OSL gespult. Ich habe euch ja schon ein bisschen erklärt, wie ich das gemacht habe. Aber das ist halt hier erstmal tatsächlich diesmal mit einem roten Fluoton. Das ist das, er schaltet gerade nicht scharf. Da erzählt es so, es ist das Scale FX Fluo Red Ecstasy. Ich arbeite ja sonst eher ungern mit Rot bei Leuchteffekten. Allerdings ist dieses Objekt hier so groß, dass man das machen kann. Das heißt, die Außenbereiche sind tatsächlich rot, auch wenn man davon jetzt nicht mehr so viel sieht. Dann bin ich weitergegangen mit einem Fluo-Orange-Gelb. Also da gibt es auch tatsächlich ein Orange-Gelb. Wenn ihr das nicht kriegt, das ist immer ein bisschen selten, dann besorgt euch ein rotes Fluo und ein gelbes Fluo und mischt die, dann habt ihr diesen Ton auch. Und dann das letzte Highlight mit dem Gelb halt. Das heißt, die Außenbereiche eher dunkler, dann mit dem helleren drüber und dann zum Schluss mit dem ganz hellen. Das Gute daran halt ist, dass die Fluo-Effekte, die halt später kommen, das heißt, ich habe erst alles rot gesprüht, auch den ganzen Bereich, und dann einen kleineren Bereich orange. Das heißt, diese Fluo-Töne können schon diesen Grundstock von dem Rot mit nutzen, wenn sie dann halt oben drüber gesprüht werden. Und genauso wie dem Gelb, das sieht dann halt nicht so extrem neongelb aus wie hier, sondern es ist dann auch so ein schönes Orange, weil es halt in der der Layer darunter ist halt schon orange, deswegen knallt das dann nicht so durch und dann habt ihr so schöne Übergänge. Ja, dann lässt man das Ganze erstmal gut durchtrocknen und dann kommt der wichtige Schritt mit den Washes. Das heißt, ihr geht halt wieder hin und habt ihr ein rotes und ein orangenes Wash. Ich habe auch ein schwarzes bei den oberen Flächen genommen. Und dann wird hier ordentlich gewascht, weil diese Schattengebung ist unglaublich wichtig, um diesen OSL-Effekt richtig zu verkaufen. Das heißt, da könnt ihr hier ordentlich draufknallen. Orange halt eher an den Flächen, wo die Lichtquelle direkt ist. Und dann in den späteren Flächen ein bisschen mehr ins Rot gehen. Und dann hier so an den Kanten, wo es dann übergeht in die Dunkelheit, könnt ihr ein schwarzes Wash drüber machen. Genauso müsst ihr daran denken, dass ihr hier in den Vertiefungen, da könnt ihr ein bisschen dunkler gehen, da könnt ihr auch direkt mit Schwarz reingehen, dass ihr diesen Schattenwurf von diesen Laternen habt, dass hier das alles ein bisschen besser abgesetzt ist. Ja, was fehlt zum Schluss noch? Ganz wichtig nicht vergessen sind die Laternen. Das heißt, da habe ich nochmal einen Punkt Weiß reingemacht und bin nochmal mit so einem ganz feinen Glaze von Orange oben drüber, nachdem das alles fertig war mit dem Wash, und bin dann mit Ink, mit dunklem Ink, also schwarz mit rot gemischtem Ink rübergegangen und habe hier diese Metallsache nochmal nachgemacht und diese Schatten halt, das ist halt auch extrem wichtig, weil man sieht halt, wenn da so kleine Streben sind und die Laterne leuchtet, dann hat man halt immer diesen starken Schattenwurf da. Das heißt, ganz wichtig, dass ihr das mit einzeichnet und nicht nur so überblendet lasst. Und ja, dann habt ihr ihn eigentlich auch schon fertig. Der ist relativ aufwendig tatsächlich, also plant da eine Menge Zeit ein, plant eine Menge Farbe ein. Und hier habe ich halt noch die entsprechenden Früchte dazu. Müsst ihr euch halt überlegen, wie ihr das macht. Also könnt sie halt entweder am Baum mit dran lassen und diesen OSL-Effekt
mit den Früchten mit drauf einbeziehen. Das heißt, dass wenn hier eine Laterne ist, dass ihr den halt auch anstrahlt. Ist dann halt ein bisschen schwierig, wenn ihr die removed und irgendwie aufs Spielfeld setzt und woanders hinsetzt. Also OSL ist schon ziemlich spezifisch. Das heißt, wenn ich hier jetzt hier diese Frucht hätte, dann müsste die von oben und von der Seite angestrahlt werden. Wenn ich die jetzt aber woanders hinsetze, zum Beispiel hier, dann müsste sie von unten angestrahlt werden. Um das hier so ein bisschen zu umgehen, sind die Früchte einfach hier eine ganz andere Farbe. Und zwar habe ich hier gewählt ein dunkles Rot. Also sie sollen halt sehr fleischfarben aussehen. Das heißt, ich habe sie mehr wie Organe bemalt, dass sie so ein bisschen ab sind von dem anderen Malschema, dass sie auch hingepackt werden können an den Baum, wo sie wollen. Und dass sie auch auf dem Spielfeld gut aussehen, wenn dann da die kleinen Organe liegen. Die sind jetzt auch ein bisschen glanzlackmäßig bemalt, also wundert euch nicht, das spiegelt jetzt natürlich, weil ich hier ein extrem krasses Licht gerade habe. Aber das Rot passt halt auch ein bisschen zu dem Orange. Also man kann das auch so hinstellen und das sieht jetzt nicht falsch aus. Wie gesagt, wenn ihr das OSL auch bei denen mit integrieren wollt, dann macht das, dann ist das nur sehr spezifisch. Da müssen die Früchte auch immer wirklich dahin, wo ihr sie hingeplant habt sozusagen. Ja, das ist der Lonely Tree. An sich ein sehr schönes Centerpiece. Gerade auch für eure Vitrine, wenn ihr da eure KDM-Figuren habt und das dann so mit dazustellen könnt. Hier habe ich nochmal den Golden Smoke Knight. Ich will mal Black Smoke Knight sein, das ist der Golden Smoke Knight. Also wenn ihr die Sachen so in die Vitrine stellt, dann habt ihr schon so ein kleines Highlight und ja, wirkt schon extrem gut. Ist eine lustige Figur. Huch, das will ich ja nicht alles umschmeißen. Und ja, also zumindest vom Malstandpunkt finde ich, lohnt sich sehr, macht schick was her. Dann viel Spaß beim Nachmalen, ne? Ciao!